So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Back for Blood. Ja, wir haben dieses Spiel natürlich bekommen von den Warner Bros. Studios, beziehungsweise haben wir es gestellt bekommen. Den Key haben wir gekriegt für die Vollversion plus die Beta und dürfen für euch heute, ja, Back for Blood, ja, was ja theoretisch der Nachgänger von Left 4 Dead ist, mal für euch zocken. Es ist ein Multiplayer-Spiel, ein Horror-Game sozusagen, wo wir gegen Zombie-Massen kämpfen. Siehst du ja eigentlich. Also das Bild sagt eigentlich schon alles ab. Aus. Und wir wollen es heute mal ausprobieren. Ja? Wie gesagt, wir haben es halt gestellt bekommen. Und willkommen zur Beta. Ist momentan noch in der Beta-Phase. Das Spiel wird erst released. Man kann es vorstellen, kann dadurch halt die Beta-Phase natürlich auch zocken. Die Infizierten haben eine ziemliche Sauerei eingerichtet. Ausrüsten, losziehen und den Sauladen aufräumen. Dieses Spiel ist eine Entwicklungsversion von der Veröffentlichung, vor der Veröffentlichung. Das bedeutet, dass einige Teile des Spiels nicht so funktionieren wie geplant. Da dies ein Spiel vor der Veröffentlichung ist, bietet der Entwickler keinen Kundendienst für das Spiel an. Das ist natürlich irgendwo logisch, ist natürlich irgendwo klar. Ja, und wir können es natürlich vorbestellen, kriegen dann auch noch Waffenskin etc. etc. Hey, ich habe meine Schlüssel verloren. Hilfst du mir bei der Suche? Bevor wir hier ihr die Schlüssel suchen, werden wir natürlich die Hauptlautstärke ein bisschen runterstellen, weil es gerade momentan sehr, sehr laut ist. So. Natürlich relativ low. So, erstelle ein Deck, ja. Gib den Nachschublinienvorratspunkte aus, betritt den Übungsplatz. So. Ich glaube, wir machen erstmal so ein bisschen ein paar Nebenmissionen. Wir wollen heute für euch einfach mal das kleine Review machen zu dem Game. Und hey, euch vielleicht zu überzeugen, dieses Game auch zu kaufen. Hi. Der Streifen. Wenn du nach Ausrüstung oder Spaß suchst, ist der Streifen genau das Richtige, was du brauchst. Ja, okay. Können wir nur mit Vorratspunkten anscheinend freischalten. Und davon haben wir anscheinend nicht genug. Ja, wir haben 0. Das ist natürlich hier der Übungsplatz. Wahrscheinlich so, wie es aussieht. Faceit lief natürlich nicht so gut. Okay. Alter. Okay, du kriegst weniger Punkte, wenn du... Alter. Okay. Bam! Mal gucken, ob wir uns später noch einen Charakter aussuchen können. Wir spielen das anscheinend zu viert. Oh, 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 hier gibt es ja alles Mögliche. Also ist schon geil. Aber aim-mäßig geht's doch klar. So, das haben wir gemacht. Übungsplatz. Ja, wie soll ich hier denn... Das wirst du nicht bereuen. Kann ich nichts eigentlich machen, ja? Kampagnendeck versus Deck. Also wir können theoretisch, falls irgendwer das Spiel hat, ich habe leider nur einen Key gekriegt, kann ich daher nicht sagen, dass die anderen Leute mitspielen können oder Kumpels. Drücke das Kampagnenmenü zu öffnen. Warte. Und das ist wahrscheinlich das, um die Karte zu bearbeiten. So, wer kommt denn da? So, erstelle ein Deck. Anfänger. Ja. Also wir haben verschiedene Karten, die wir benutzen können. Deck speichern, ja, wir speichern. Achso. Deck löschen. Ist ja natürlich das gleiche. Ja, wir können es löschen. Und ich glaube, wir nehmen es einfach mal. Wir gehen mal jetzt zu ihm hier und spielen einfach mal los. Ihr wollt ja jetzt hier auch das Spiel mal sehen. Ja. Chris 107 rekrutiert. Beginn einen Durchlauf, okay? Dann können wir uns hier aussuchen, was wir machen. Quick Play, Kampagne. Ich würde sagen, Kampagne. Durchlauf erstellen. Spieler haben zusätzliche Gesundheit, bla bla. Wiederheraufstellung. Und dann gibt es hier den verschiedenen Schwierigkeitsgrad, den wir einschalten könnten. Und wir lassen es einfach mal auf ganz, ganz einfach, würde ich mal sagen. Breezy, ja, melde dich einfach.
deaktiviere Crossplay. Wie wollen wir machen? Crossplay-Funktion gibt es ja natürlich auch. Auf verschiedenen Plattformen kann man spielen. Man kann immer zusammenzocken. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Also wenn ihr da draußen vielleicht gerade zuguckt, eine Xbox habt, könnt ihr hier gerne auch mitspielen. Einfach mal Bescheid sagen. Wir wollen das Spiel ungefähr eine Stunde einfach mal zocken, um euch den besten Einblick zu geben von dem Game. Ob ihr es vielleicht euch kaufen solltet oder nicht. Was dafür spricht, was dagegen spricht und so weiter und so fort. Ganz klar hier nochmal zu sagen, es ist halt wie Left 4 Dead. Das Spiel ist ab 18 und wir werden halt sehr, sehr viele Zombies horden sozusagen töten müssen mit verschiedensten Waffen. Es gibt verschiedene Zombies etc. etc. Und so wie es aussieht, wird es halt immer Multiplayer sein. Das heißt, wir suchen jetzt andere Mitspieler. Ich dachte nämlich, dass wir auch NPCs einstellen können. Das werden wir aber, glaube ich, noch herausfinden. Mal gucken. Ich freue mich aber auf jeden Fall sehr, dass ich dazu eingeladen worden bin und diesen Key bekommen habe, beziehungsweise denn natürlich auch später die Vollversion schon habe, bevor ich zocken kann. So, wir sind jetzt hier in einem Game. Warte, wir gehen mal kurz in die World to Diamond Gruppe. Damit ich hier natürlich so ein bisschen weiter Let's Playen kann, ohne dass wir mit den anderen unbedingt halt quatschen. Ja. Müssen. Und da seht ihr, die sind alle PlayStation. Und jetzt kann ich mir hier einen Charakter aussuchen. Und eigentlich, oh, die Mom. Ich nehme Holly. Oder? Ach, Holly kann ich gar nicht nehmen. Oh ja, ich bin bereit. Wofür eigentlich nochmal? Holly wurde nämlich schon getaked. Dann nehmen wir ihn. Ist ja kein Problem. Festlegen. So, Verderbniskarten. Sicherheit zur ersten Herausforderung. Schließe das Level ab, ohne dass ein Cleaner mehr als dreimal außer Gefecht gesetzt wird, um 500 Kupfer zu verdienen. Okay. Zweite Chance defensiv. Ein extra Leben, 5 Gesundheit. Okay. Na, sieht doch gut aus. Wähle deine Karte. Na, Nachlade. Ich würde Nachladegeschwindigkeit mal nehmen. Und ich bin ready. Nice. Was haben wir denn hier? Okay, nice. Kommt zu Atem, sammelt euch. Dann verschwinden wir hier. Aber zügig. Rover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Hey, General. Ich brauche alle Cleaner im Well. Und zwar sofort. Verstanden? Ja, Sir. Hope 1, out. Also, ihr habt den General gehört. Ich geh einfach mal ihr hinterher. Anscheinend haben wir hier so ein Gebiet. Das sieht nicht wie ein Ausweg aus. Könnte ich brauchen. Okay. Das wird später noch richtig lustig, glaube ich. Kommt, bewegt euch! Ich weiß auch nicht, ob es... Pass auf, wo du hinschießt! Sorry! Gibt's Teamkills? Also, Okay, nice. Sturmgewehr! Oh! Wenn ich die Kugeln in der Waffe habe, ist es fast vorbei! Nice, vorbei. Nice. Jetzt sammeln wir mal hier die Tacken auf. Oh, shit, Alter, nice. Einfach mal alles rasiert hier. Nice, senkt die Brücke und ruft die Horde. Nice, ich glaube, ich habe richtig mies Bock darauf. Oh, oh. Oh, nice. Nice. Okay, du hast doch noch so Gadgets, die du werfen kannst. Ziemlich geil. Alter. Einfach mal reinhalten hier. Einfach mal reinhalten hier in die Olga. Sehr, sehr stark. Du spielst gar kein Rainbow. Nee, nee.
Schön, dass du da bist. Wir zocken gerade Back 4 Blood. Musst du dir mal im Stream angucken. Das ist ein ziemlich geiles Spiel. Und für alle Leute, die sich natürlich das vorbestellen, die können jetzt hier auch mit mir die Beta zocken. What? Nice. Was ist das? Ist sehr, sehr blutig. Aber ist geil. Oh. Mach auf, Vieh. Mach auf. Nice. Nice, nice, nice. Wir nehmen mal alles mit hier. Nice, das ist auf jeden Fall ein Game, was ich... Wo ich denke, was ich... Oh, ich brenne. Oh, oh, oh! Oh, wo ist denn der Dicke? Ist der einfach explodiert? Ich weiß doch gar nicht, wo es lang geht. So würde ich mir auch ein Walking Dead Spiel vorstellen. Oh Gott sei Dank. Wir dachten schon, nur wir wären noch übrig. Wir brauchen dringend Hilfe. Oh, ich hab so einen Mollus, Alter. Pass auf, Vögel können Horden alarmieren. Horde, Chris hat die Vögel erschreckt. Okay, das war meine Schuld. Oh oh. Gibt's da was Gutes oder magst du mich nicht? Mann, pass auf, wo du hinschießt. Ach du Scheiße. Nice. Ich glaube, ich muss es doch ein bisschen lauter stellen. Damit der Horror richtig rüberkommt. Oh, wieder so ein fetter. Nein, nein. Nein, ich bin runtergefallen. Richtig blöd. Oh, nein. Komm rauf hier, Alter. Ja, vielleicht nehme ich mal die Machete. Ah! Okay, Machete ist doch eine dumme Idee. Okay, ich brauche eine andere Waffe auch. Ich habe eigentlich genug Geld. Ich brauche eine... Nein, 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 nein! Ah! Oh, wer hat denn die Horde erschreckt, Mann? Oh, scheiße, Alter. Was für eine Scheiße, Mann! Es tut mir so leid. Ich hatte kurz Angst um euch, aber ich wusste nicht. Oh, Dicker, Alter. Oh, ich habe keine Muni mehr. Nein. Das ist natürlich jetzt richtig dumm. Wir müssen mal zu der Horde kommen. Also, wir müssen zu der Horde kommen. Wir müssen hier zu den Teammates kommen. Mets, okay, nice, Alter. Ja. Ah, was sagt man dazu? Ich will keinen den Arsch retten müssen, der da draußen Probleme kriegt. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Ey, mal eine andere Munition, mal eine andere Waffe wäre geil. Ah, hier, guck mal. Oh, eine M. Oh! Geil, das ist genau das Richtige für so einen Zombie. Kommen wir uns einfach ins... Ah, ist geil. Stürzen uns einfach ins Gemetzel, Brudi. Achso, ich wollte Syndix eigentlich noch sagen, dass ich später bestimmt wieder Rainbow zocke. Und er gerne mitspielen kann nachher. Boah, nice. Aber was ist der Plan? Was ist der Plan? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir aufhören? Wo wollen wir hin? Wo sollte aufhören hier? Empfindlichkeit muss ich noch ein bisschen hochstellen. Los geht's! Entkomme aus Evansburg. Okay, ich kann. Cool! Kein Grund zur Sorge! Ich verbinde mich mal. Mach mal hier die Tür auf. Erreiche den Schutzraum. Oh, geschafft. Okay. Abgeschlossen. Nice. Erste Mission, Leute. Geil. Schönes Game. Ich habe 109 getötet. Guck mal, der eine hat 6. Ach nee.
Infizierte, getötete Infizierte, 109, Alter. Vorratspunkte 18 verdient, nice. Oh, mies Bock, Alter. Macht wirklich mies Bock. Ich bin dabei. Also macht wirklich Bock. Ist ein geiles Game. Kann ich nicht anders sagen. Wir stellen es mal doch ein bisschen lauter. Verderbniskater. Gesundheit. Okay. Ich muss mit ihm weiterspielen, okay? Was nehmen wir denn jetzt hier? Munition, würde ich sagen. Munition. Bereit. Und dann geht die Story weiter. Nice. Das ist ein cooles Multiplayer-Spiel. Ich glaube auch zu viert. Beziehungsweise wenn du echt zwei, drei Kumpels hast, Alter, die das Spiel auch haben, dann macht es bestimmt mies Bock, so. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, vielen lieben Dank natürlich hier nochmal an Warner Brothers Productions, dass sie mir das Spiel gestellt haben. So Leute, ich werde jetzt mal hier... Brian hat es sich wirklich schön gemacht. Ich habe euch nicht eingeladen. Am besten geht ihr. Die Tür ist doch eindeutig. Oder ihr kauft was. Ich kann was... Achso, ich kann was kaufen. Wenn du dich dann besser fühlst. Ich kauf doch zwei. Ach, hier kann ich kaufen was. Kommt, Leute. Rinn ins Gemetzel. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Pass auf, wo du hinziehst. Warte mal einen Moment. Bitte! Achtung! Los, komm schon! Hab nicht ewig Zeit! Hey, hey, pass auf, oder hinzieh! Hey, Mann! Alter. Wir warten mit dem, oder was? Komm, das macht auf jeden Fall Bock. Die ganzen Waffen und so, will ich gerne mal ausprobieren. Und bis jetzt gefällt mir voll die Story. So. Ja, okay. Die gibt es für uns alle, Opa. Ja. Danke. Hier lang. So. Und einfach mal hochhalten. Ja. Bitte beschütz mich. Ah, brauche ich gar nicht. Ja, es macht so Bock, einfach nur reinhalten, Alter. Einfach nur reinhalten, du Ding, Alter. Alter, wie viele Leiche liegen. Wir brauchen stärkere Geschütze, Freunde. Viel stärkere. Guck mal. Ja! Lade nach! Ein Taser? Oder ein Taster? Hilfeschrank da drüben. So, wollen wir die Tür einfach mal aufmachen, Jungs? Lass das, du Doofnuss! Bevor sich... Ist alles okay, Mann? Ja, alles gut. Das ist nur die ganze Aufregung. Das klingt gar nicht gut. Ja, dann laufen wir doch nicht immer vom Latz zu holen, Junge. Muni wird knapp! Hier
der Tür. Alter, ja, dann lass mich doch mal hier. Ich komm. Ich hab den schwersten Schutz von euch. Was ist denn das? Schneemagazin? Brauche ich erstmal nicht. Ja, komm hier rein hier in die Olga. Spürt das jemand? Ich spüre es und es ist nicht gut. Oh Scheiße! Es ist zurück! Ah, komm schon! Alter, das ist nice. Oh, shit. Ich hab nur die Machete gegen das Vieh, Alter. Oh, nicht dein Ernst. Komm. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe keine Muni mehr. Och Mann, Alter, die denken aber auch gar nicht an uns. Ich kann von hier fast unser Zuhause sehen, falls das unser Zuhause ist. Das sieht nicht gut aus. Oh, ist ja blöd. Wo bin ich denn jetzt hier hin geraten? Oh. Na, hilft mir irgendwer? Nee, wa? Hilft mir gar keiner, Alter. Hey, was hab ich dir denn getan? Was haben wir denn hier? Brauche Muni! Shotgun hier! Brauche Muni! Ist die gleiche Knarre in grün, oder was? Das ist ja total dämlich. Licht an! Ja, das ist die gleiche Knarre. Zumindest kein Name drauf. So ein Kratzer. Ah, ich kann nur eine Knarre nehmen, wa? Perfekt beieinander. Ich glaube, dann nehme ich die Schrotflinte lieber. Mann, tut sau weh! Was ist denn das hier? Ach so, ist der Taser, oder was? Verdammt, wo habt ihr so schießen gelernt? Ach, Moni! Was? Schöner Schutzraum. Besonderen Infizierten getötet. Ich glaube, ich habe wirklich mit der Machete diese Riesenvieh, den Orga getötet. Richtig nice. 22 Vorräte, nice. Match bewerten. Nee, der kriegt auf jeden Fall volle Sterne von mir. Das war auf jeden Fall nice. Mies Bock gemacht. Das ist geil, so eine Situation hätte ich gerne mal, wo wir wirklich alle in der Ecke sind. Aber da musst du wirklich zu viert sein. Ich glaube, das funktioniert hier nicht so ganz. Aber es ist mies. Also es macht wirklich Bock, muss ich wirklich sagen. Es ist ein geiles Game, so. Hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste, dass es stark ist, so. Schon alleine, wenn ihr liest, wer das veröffentlicht hat, wer das entwickelt hat, dann ist ja schon so ein bisschen klar. Dass das Spiel nicht schlecht sein kann. Aber es ist trotzdem nice. So. Gucken wir doch mal. Gesperrt, warte auf Team. Die AK hätte gerne. Nice. Was ist das hier? Stacheldraht. Defibrillator. Brauchen wir noch das dafür? Muni, Alter. Ja.
Letzte Chance zum Pinkeln. Das behalte ich für mich. Nein. Drehen wir uns hier mal um. Ich brauch das. Noch mehr Kohle? Was ist das hier? Cool. Achso. Ja, den Taser finde ich ein bisschen Quatsch, war. Ah, geil. Jetzt habe ich endlich eine Piste. What? Nie so eine Piste gesehen, Alter. Ich lieber nicht allein rumtreiben. Die Piste hätte ich gerne im Rainbow. Schießt halt ganze Magazin raus. We need to stop written access across the Kanoa River ASAP. That means taking out George Washington Bridge. We cannot wait for those caught on the other side. Hope one out. Verstehe ich nicht, warum das auf Englisch ist, aber der Rest auf Deutsch. Macht nicht ganz so viel Sinn, wa? Warum habe ich denn 3 Plus und die anderen nur 1 Plus? Achso, ist wegen meiner Karte, wa? Weil ich eh ein extra Leben habe. Ihn tasern. Ich will keinen den Arsch retten müssen, der da draußen Probleme kriegt. Oh Mann, Alter. Lebe noch! Ja, mich ein bisschen an Days Gone. Dran. Standardkarte. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Da müssen wir uns wahrscheinlich auch richtig erst reinversetzen. Ich laufe aber auch gerne mal vor. Einfach mal, um so ein bisschen einfach reinzuhalten. Ist das nice. Das sind ein paar. Einfach durchziehen. Wie im Rainbow. Wie im Rainbow. Noch ein Sprung ins Ungewisse. Sieht ja gut aus. Sieht ja gut aus. Taschenlampen an. Meine Teammates? Nice. Cool. Hey, pass auf, wo du hinschießt! Es tut mir so leid. Oh, Muni ist gleich wieder alle. Nice, aber die Waffen fühlen sich echt nice an. Es macht auf jeden Fall Bock, damit zu schießen. Und dass du so ein bisschen gezwungen bist, auch. Richtig. Andere Waffen auszuprobieren. So. Viel Munition bleibt hier gerade nicht übrig. Oh, Scheiße. Komm ich hier weg? Benötigt Pick. Dann, okay. Hier hoch? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir sind echt geliefert, wenn wir nicht schnell darüber kommen.
brauche Muni! What? Warum ist denn das so laut? Warum ist denn das so laut hier, Alter? Fast keine Muni mehr! Kann ich mich nicht hier verstecken? Ich hab leider kaum noch Muni, Alter. Warum verschanzen wir uns nicht da? Ich bin nur froh, dass ich hier war, um zu helfen. Ah, wo kriegst du hin? Alles okay, Schätzchen. Oh. Oh, bitte kommt, helft mir. Ja, geh erstmal an die Dings, Alter. Na, wir schießen auf alle und er öffnet erstmal, Mann. Ach, scheiße. Cool. Ja, ich muss die automatisch nehmen. Was willst du machen, Mann? Zeug machen, Digga. Oder habe ich jetzt wieder für meine AK? Nee, habe ich genau, nicht. Was ich wollte. Da siehst du, ich bin halt immer gezwungen, andere Waffen zu nehmen. Wir müssen erstmal in den Schutzraum mit. Oh, was ist das denn? Ich dachte, das ist ein Typ, Alter. Was ist das, das ist sie gleich? Gott sei Dank, da ist der Schutzraum. Nice, 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 nice. Komplett voller Blut. Aber nur zu dritt, oder? Haben wir einen verloren? Ist einer gestorben, ne, wa? Ich hab 184 getötet, Alter. 184, meine Freunde. Boah, das geil, Spiel sieht schon geil aus. Ja, wie gesagt, ich habe leider nur einen Key gekriegt von Warner Bros. Hätte ich mehrere gekriegt, hätte ich natürlich rumgefragt, beziehungsweise mit den Leuten, mit denen auch Memo zocke, hätte ich gesagt, hier, hast du einen Key, bitte zock mit mir das Game so. Und wenn ich jetzt hier ruf hier, auf das Spiel, zum Beispiel, gehen wir kurz ins Menü, dann, ach Quatsch, das wollte ich gar nicht zeigen, warte kurz. Und dann hier auf Option gehe und dann auf Version des Spiels, steht da Beta, PS5 und Vollversion. Also ich habe die Vollversion zwar gekriegt, aber auf der PS5 ist erst die Beta irgendwie drin oder irgendwie so. Also keine Ahnung. Wie gesagt, Akt 1, das, was wir spielen können, sind theoretisch 8 Level. Oder 8 Level machen Akt 1 aus. Wie das aussieht, keine Ahnung. Also das Spiel ist schon mega geil. Es macht mir richtig mies, mies Bock. So Verderbniskarten, wir kriegen natürlich immer mehr Mankos. Ändere deinen Schlag zu einem Messer. Nee, 5% mehr Gesundheit finde ich gut. Ich liebe auch Zombie-Games. Und vor allem so eine Left 4 Dead-Games. Es funktioniert halt nur im Multiplayer. Ja. Und du kannst halt später in dein Basiscamp noch ausrüsten. Kannst bessere Ausrüstung, besseren Loot. Und du hast halt natürlich auch so eine kleine Kampagne, so Levels und so. Du kannst aber auch so Just for Fun Endless Games machen, also wie lange überlebst du überhaupt? Dann kommen immer mehr Horden, immer mehr Horden, immer mehr Horden, also ist geil. Ihr habt viele verschiedene Modis. Und vielen, vielen lieben Dank natürlich nochmal an die Entwickler, dass ich das überhaupt gekriegt habe. Und hier ausgesucht worden bin, um das natürlich vorzustellen, das Spiel. Genau, und wenn du theoretisch dieses Game jetzt vorbestellen würdest auf der PlayStation, wenn du es vorbestellen würdest, könntest du jetzt auch die Beta zocken mit mir und wir könnten zusammen zocken. Theoretisch. Nun, das war lustig.
Und jetzt? Wir müssen nur noch über den Fluss. Wie schwer kann das schon sein? Nur noch über den Fluss. Da lauert da noch irgendwas, Alter. Alter. Wenn ich die Kugeln in der Waffe habe, ist der Spaß vorbei. Ich bin noch der Einzige, der hier irgendwas macht, wa? Renk hier ruf, Alter. Ich geh doch lieber hier ruf. Rover 2. Team unterwegs zur Sprengung der George Washington Bridge. Können nicht warten. Hört ihr mich? Gehen wir es an. Oh, dumme Idee! Oh, das war eine dumme Idee. Mensch, kleiner, ziel mal richtig. Gibt es einen Weg durch? Hier ist Money-Vorrat. Das kann nicht gut sein. Ein Erste-Hilfe-Schrank. Zum Glück. Ihr seht aus, als würdet ihr ihn brauchen. Nice. Los jetzt! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Danke. Philipp, bist du auf den Ohren? Wir sind an der alten Washington. Lauf! Over. Scheiße! Wir sind gleich da, Kinder. Lass uns doch mal nachdenken und eine Lösung suchen. Und zu zweit macht das Game bestimmt auch Bock, richtig mies Bock, Alter. Alter, der Typ washt aber auch durch dieses Level hier. Was ist das? Militär? Oh, nice, Alter. Nice, Dickerchen. Haltet die Positionen, bis alle da sind. Ihr seid da. Hey, solltest dich lieber nicht allein rumtreiben. Komm. Wo ist der Letzte? Oh, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Darum muss ich mich kümmern. Also macht schon mies Bock, das Game. Wir müssen das Schiff versenken und die Front schließen. Nutze. Oh Mann, ich bin doch kaum angekommen. Zwei von euch bringen Sprengstoff aufs Boot. Der Rest übernimmt von hier aus die Deckung. Was ist das? Na komm, dann machen wir Bäder. Komm. Wir beide machen. What? Ich muss erstmal richtig aufladen, Alter. Nein. Ich glaube, ich muss denen helfen. Alter, ich komm aber nicht, ich komm nicht weiter vorne, Alter. Okay. Wir müssen diesen scheiß Sprengstoff anbringen. Ja, scheiße. Wie bleibt deine Standort übrig, Alter? Boah, da runter ist... Okay. Hä? Und sag mir nicht, ich muss hier den Sprengstoff mitnehmen, Alter. Cool. Fehlt noch die letzte Ladung. Ja, hier, aber ich weiß nicht, wie ich den anbringe. Bewegung. Hier ist Top One. Wenn ihr endlich mit den Spielchen fertig seid, bewegt sofort eine Minute noch. Komm schon, lauf. Ja, ich bin da. Komm.
Vorsicht! Drücke vor! Ach, fress den Mono. Was hast du bitte auch vor mir zu suchen? Überprüf deine Sichtbahn! Ich geh weg hier, Alter. Nice. Kommt. Was haben wir denn hier? Hier kriegt er noch eine Granate. Hey, Mann! Oh, 700 Tacken gibt's gleich dafür. 700 Tacken nicht. Nice. Geil. Ich habe schon wieder die meisten getötet. Muss ich auch sagen, war auch eine geile Mission. Bewerte ich auch mal. Ah, mies viel Kohle gekriegt dafür. 3000, Alter. Richtig viel Kohle. So. Immer noch Akt 1. Level 4. Höhle von Blue Dog. Okay. Probieren wir einfach mal aus. Brutale Vagina Infizierte nehmen wir mal. Ach, haben wir beide mit da wahrscheinlich. So, wähle deine Karte. Ich würde diesmal Ausdauer nehmen, wegen Rennen und so. Moin, moin, willkommen zum Stream, Leute. Und ich nehme mehr Gesundheit. Ja. Kartenauswahl verstecken. Bin ready. Nice. So, wo ist denn die Kiste zum Kaufen, Alter? Hier. Obwohl die Piste geil ist und die Schrotflinte auch. Aber macht auf jeden Fall Bock. Macht auf jeden Fall mies Bock. Ich fahre jetzt nach Hause, Breezy. Bist du aus dem Urlaub wieder da, oder was? Sonst könnten wir auch zocken. Die Infizierten sind oft in der Gegend von Finleyville aufgetaucht. Ich glaube, ich weiß warum. Wir glauben, dass bei der alten Blue Dog Mine ein wichtiger Einfallpunkt der Infizierten liegt. Ich habe Felicero und ein Cleaner-Team losgeschickt. 12 Schuss? Sie sollten das regeln. Zeig aber übelst viel Kohle dafür aus, jemand. In ihrem letzten Funkspruch berichteten sie, dass sie sich der Mine nähern, aber auf schweren Widerstand stoßen. Schnellplatz des Teams. Weil ich jemanden brauchte, der Befehle befolgt. Was sollte das bringen, einfach mehr Kinder in den Tod zu schicken? Okay. Ich brauchte Leute, denen ich trauen kann. Ihr wollt mein Vertrauen? Findet raus, was passiert ist und macht die Mine dicht. Kommt, Leute. Hoffman war heute mehr Hoffman als sonst. Immer wenn jemand in diese Richtung geht, versucht er wie wild ins Team zu kommen. Das ist ein geiles Horror-Game. Was ist das hier? Eine Machete brauche ich nicht, aber ein bisschen Geld nehme ich, ja. Nice. Cutting cross country will save your time on foot. He is hoping you can drive back with Pelissaro and the rest of his team. Oh, 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 Feuer. Oh, Mann, Alter. Was ist mit meinen Teammates hier los? Oh, Dicker, Alter. Nice. Nice. Die hätte ich mies Bock. Was haben wir denn hier?
bräuchte mal Heilung, Alter. Los geht's! Was ist denn das? Zeig darauf hin. Wir sind zu weit auseinander, nicht gut. Das klingt doch wieder gar nicht gut, Alter. Ich hoffe nicht jetzt, dass der gleiche, dass der nächste Boss gleich kommt. Ui. Ui. Da ist noch einer. Boah. Boah, ekelhaft. Wie ist das passiert? Gerade noch ist alles gut und dann ist das die neue Normalität? Komm, Jungs, weiter. Wir müssen weiter. Voll erwischt. Da wollt ihr lang? Okay. Geh weit oben lang. Na los, gehen wir. Wherever they are, I'll sleep better if you take them out. Zerstöre den Nestknoten. Bring den Probebehälter zum Ende des Levels. Okay. Wie kommst du, dass du allein da draußen bist? Und vor allem, warum? Ach so, heilen, Alter. Boah, geil. Natürlich ja. Top, Alter. Hoffentlich gibt's hier drin noch was. Ist geil, wenn drei Leute irgendwie so eine Kanister tragen. Lade nach! Ich weiß aber auch nicht, was rechts da oben das Ding ist. Sieht aus wie Stacheldraht oder so. Jetzt gibt's Ärger, ihr Widerlinge! Nö. Ich werf mal einen Blick hinein! Was ist das Safe Room oder was? Hier brauch ich so ein Pickup. Was denn hier, Alter? Was denn das, Alter? Was haben wir denn hier? Aufgepasst! Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Was, Alter? Ordentlich, Alter. Den hauen wir jetzt erstmal wieder down. Okay. Zeig keine Muni mehr wieder. Was ist das? Bam! Pass auf, wo du hinschießt! Oh, die Waffe schießt sich geil, Alter. Da noch geile Aufsätze für, Alter. Da hinten verloren.
Geh weiter zum Schutzraum. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Schutzraum ist da oben, oder was? Klingt, als hätten wir Besuch. Oh nein, von... Achso, okay. Easy, haben wir geschafft. Verdammt, Harley! Shit! Sorry! Muss nachladen! Oh, nicht gut. Hier hilft doch keiner, wa? In den Schutzraum, Alter. Er war hereinspaziert. Na, ein kleiner Schutzraum für vier Leute. Mein Ben ist sehr anfällig für Erkältung. Komm schon, Leute! Ich mach Cocktails! Oh. Wenn ich die Zutaten hätte! Nice. Geschafft. Aber das können wir besser. Geiles Game. Geiles, geiles Game, Alter. Macht wirklich mies Bock so. Die Level sind schön kurz. Man kann die zwischendurch einfach mal rocken. Den muss ich auch wieder gut bewerten, das war nämlich ein geiles Level. Und irgendwann muss es doch auch mal die Möglichkeit, also es ist krass, dass du suchst ja drei Leute, ist ja auch Crossplay, können auch sein, dass die alle Xbox spielen, aber die spielen halt gerade alle Playstation. Und dann zockst du mit denen die ganze Kampagne durch, das ist ziemlich nice. Wir könnten natürlich auch jetzt, ich bin jetzt natürlich in der Party, könnt jetzt mit den anderen auch quatschen. Aber wir wollen natürlich Let's Play machen und da ein bisschen ausrasten und natürlich nicht die ganzen Leute nerven. So. Dass ich die Piste... Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal die Piste. Ja, also wir zocken das auf jeden Fall noch durch, meine Freunde. Das soll ja hier ein kleines Review sein. Der erste Akt auf jeden Fall. Akt 1, sozusagen. Was ist los, Leute? Sind wir noch zu viert? Ja. Los. Ihr wartet auf mich aus. Wartet auf Spieler. Komm, 3 Minuten. Let's go, let's go, let's go. Also wenn du alleine durchzocken könntest, wäre auch noch geil. Hättest du immer noch ein bisschen mehr Panik, weil du musst ja wirklich alle alleine töten. Das heißt, du hast irgendwann noch keine Muni mehr bei den ganzen Zombie-Horden. Weil ich natürlich immer geil finde bei Zombie-Games, wenn du auch so Level hast, wo du halt schleichen musst. Ah, wie lange die Granate überlebt. Nichts für Einzelgänger. Dumme Idee. Reichbeschuss! Versuchst du etwa dich umzubringen? Mann, pass auf, wo du hinschießt! Also die Games. Das muss wehtun. Oh, jetzt lichtet sich das so. Als ob der Nebel verzogen ist. Pretty bad in the last days of the collapse. But with your ingenuity, I'm sure you'll find a way through. Ich
Vielleicht ist hier was Geiles drin. Scharfschützengewehr! Lade nach! Ja. Komm schon, Mann! Das tut scheiß weh! Ach so, der zieht das jetzt hier lang. Ach so, okay. We've been receiving reports of something strange in your area. Los geht's! Komm, Plätzchen. Deck mich! Nice. Nice, Digga. Klar, Holly. Ich muss es aussprechen. Ich muss hören, wie ich es sage. Als der Kollaps kam und ich sah, was er anrichtet, tat ich nichts. Ich hatte Angst. Ja, hier die Türen, so Alter. Eine scheiß Angst. Pickgun. Wir brauchen unbedingt diese Pickgun. Die muss ich mir endlich nächstes Mal auf jeden Fall mitnehmen. Es war meine Familie. Meine Eltern. Los. Sie starben und ich tat nichts. Ich rannte bloß weg. Damals rannten wir alle weg. Ich renne immer noch. Nur nicht mehr weg. Aber das war meine Familie. Ich hätte... Wir sind jetzt deine Familie. Und du hast uns schon verdammt oft gerettet. Ich mag Waldspaziergänge. Die erinnern mich an meine Jugend. Ich mag gar keine Waldspaziergänge. Obwohl doch, sind geil. Aber hier, mit Zombies, ist immer blöd. Nichts über einen hemmungslosen Predigersohn. Ihr wisst schon. Oh, Mom! There's an abandoned shelter. It used to be held by a bunch of crazed. They moved on. Das ist komisch, dass die Hälfte Deutsch ist, die andere Hälfte ist Englisch. Wie gesagt, die Entwickler haben ja schon gesagt, dass das Spiel nicht komplett fertig ist. So. Also zeigt das auch. Was ist denn das? Ist das ein Easter Egg? Was ist das denn? Was soll das? Pass besser auf, wo du dich hinstellst. Kommt noch mal. Hoffentlich gibt's hier drin noch was. Sturmgewehr! Lade nach! Lade nach! Oh ja, heilen. Ich muss mich heilen, Alter. Oh, mal gucken, ob der mich voll hielt. Ich glaube nämlich nicht. Stachel draus. Cool. Nimm lieber den Mollo. Geh weiter zur Kirche. Kann mich nochmal healen oder was? Da kostet Kohle, sich zu heilen, okay. Polly, pass besser auf! Boah. Ja, die Frage ist, ob man wirklich Munition abgeben kann. Jetzt kommen wir zum Friedhof, ist ja genau das Richtige. Ja, wir sollen ja auch zur Kirche, wa? Hey, was habe ich dir denn getan? Muni wird knapp! Eine Kirche! Sehr gut! Oh Mann! Bin hier umzingelt!
Oh, ich hab gar keine Muni mehr! Das Blatt wendet sich. Alter! Nicht schlecht. Ah, der Weg war auch nice. Verdient, ist okay. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Der Akt noch und der nächste Akt noch. Wie gesagt, ist ja auch nur die Beta. Das heißt, wir werden ja hier nicht alle Akte durchzocken. Sondern wirklich nur das, was die Beta eigentlich bietet. Ich nehme wieder Ausdauer. Dann bin ich eigentlich wieder ready. Problem ist, ach nee, ich habe wieder Munition. Nee, die Knarre fand ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, wir spielen die zwei Akte auf jeden Fall noch durch. Ja, und dann habt ihr erstmal einen kleinen Einblick gekriegt. Ihr habt viele verschiedene Waffen gesehen, ihr habt viele verschiedene Level gesehen, viele verschiedene Bosse, Missionen, Sprengstoffe, Brückenüberquerung. Auf jeden Fall sau viel, weil das Spiel noch bietet. Und das im ersten Akt, das heißt, da kommt auf jeden Fall noch was. Soweit ich weiß, soll 3 oder 4 Akte geben. Und Chris ballert schon wieder los. Ich will schon ewig leben. Also, ich schon, aber... Scheiße, was soll's? Typisch. Nicht mal das Wetter ist auf unserer Seite. Los geht's! Ja! Sehe ich aus wie eine Wolke. Ach so, bring den Probehälter bis zum Ende des Levels. Ach so. Das ist also dieser Probehälter, von dem wir alle reden. Vorsicht! Nicht meine Schuld, wenn du da draußen stirbst. Aufgepasst! Krieg den Taser wieder. Geil. Jetzt habe ich so ein Ding hier. Oh, ist ja noch schwieriger, so zu spielen. Noch. Das ist doch schon mal was. Mann, pass auf, wo du hinziehst. Ja, auf den LKW hier zu gehen ist immer... So ein Highground ist hier immer sehr viel wert, Alter. Wo willst du denn lang? Hier hoch? Nice.
Oh, oh. Komm schon, Mann, das tut scheiß weh. Alle sind weggerannt. Auf, wo du dich hinstellst. Na, das ist doch ein nettes Plätzchen für den Ruhestand. Betrete das Gebäude. Hab Kugeln, nur nicht in meiner Waffe. Muss da noch einen Boss geben, der noch kommt. Ich geh rein. Dieser Ene Ogre, im Level 5, glaube ich, war das. Kann ich ja der letzte Boss gewesen sein. Muss ja noch so. Das scheint einfach zu sein, oder? Soll noch so einen Endboss geben. Was soll schon schief gehen? Von Akt 1. Nicht, nicht drauf an, Kleiner. Alter. Alter. Alter, nein. Oh nein, ist nicht dein Ernst. Nein, ihr habt euch jetzt nicht alle Waffen genommen und mir keine übrig gelassen. Oh nein, Alter. Na, dann macht ihr das. Jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Molly, auf. Alter. Hat dir jemand das Schießen beigebracht, Walker? Ich hab den Taser noch. Nicht so schlimm. Ach nee, ist ein Verheilbern. Ein Verbandner, geil. Keine Munition, cool. Alter. Sich mal darum kümmern. Sollte passen. Miese Idee. Geil. Ey, aufpassen. Ne Piste. Hier müsste ich irgendwas machen. Was Gutes da draußen? Einmal schreien heißt ja. Immer aktivieren. Irgendwas aktivieren. Hier. Und jetzt. Hans, die sollten sich fürchten. Wir sollten zusammenbleiben. Ab geht die Post. Lande. Oh, was, Alter? Oh, der macht dies. Die Waffe ist kacke, Alter. Die Waffe ist richtig mies kacke. Was? Die sind schon so weit vorne, Mann? Die Wichser, Alter. Dann habe ich nicht mal eine richtige Waffe, Alter. Helf mir, Mann! Ja, kannst du vergessen, Alter. Waffe ist gefallen! Lade nach! Nee, ich geh wieder zurück, Entschuldigung, Alter. Hier drüben! Ist geil, dass sie wirklich so. Komm, 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 komm,
Wie kommt ihr? Willst du mich verarschen? Ihr rennt da durch die scheiß Zombiehorden. Ich kann nichts machen, Mann. Hilfe! Lass mich nicht allein, Walker. Lass mich nicht allein. Ich glaube, ich mach's nicht mehr lange. Hey! Ich brauch Hilfe! Bitte! Helft mir! Ist es wirklich so schwer, zusammenzubleiben? Oh, Gott sei Dank. Das muss wehtun. Danke, Mama. Ah, danke, die heilt mich. Nice, das hat wirklich noch funktioniert. Der hat mich wirklich noch gerettet. Der Typ hat das Spiel verlassen. Kannst du doch mit Bot spielen? Da steht jetzt Botwalker. Da musst du wirklich auf deine Muni aufpassen, Alter. Rettet Botwalker? Wie rettet Botwalker? Was da oben? Was soll nur aus dir werden, ne? Ja, dieses Zeug brennt! Ich helfe dir, Walker. Auf dich kann ich immer zählen. Nice. Hier lang! Hier, Muni! Oh, die Uzi. Nice, Alter. Erste Hilfe schreit da drüben. Ich bin keine Schönheit, aber so wie die sehe ich sicher nicht aus. Scheiße! Mein Fehler! Und ich dachte, das war's jetzt für mich, Alter. Kein Grund zur Sorge! Ich nehm's. Brauche Muni! MP hier! Nur einen Moment. Da ist der Hilfeschrank. Wenn ich Moment, die Kugeln in der Waffe habe, ist der Spaß vorbei! Sag mir jetzt nicht meine Muni schon wieder alle. Oh nein, Alter. Checke das Fahrzeug. Was haben wir denn hier? Muni wird knapp. Ja, dann nehmen wir die jetzt. 90 Schuss plus noch. Wie ich checke das Fahrzeug. Hoffentlich gibt's hier drin noch was. Oh, bitte. Nice. Es gibt hier? Auf jeden Fall Team-Damage auch. Ich bin freiwillig. Wer hatte diese scheiß Idee? Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ich guck mal einfach. Die werden mich schon verteidigen. Wo kommt der Kinder? Es ist dunkel, aber wenigstens sieht man nicht, was ihn umbringt. Leute, wo seid ihr? Stink ich oder so? Zerstöre die Mine. Okay. Ich glaube, da kommt wirklich noch ein Boss irgendwann. Nice. Gut, dass sie so viele Dinger mit hat. Granaten, Alter. Hier sollten wir die eigentlich auch zerstören.
verschlossen! Das ist geil. Schreibt mal in Live-Chat, wie ihr es findet. Hier, hier drüben! Ernsthaft, Schätzchen? Mich hat's voll erwischt. Erreiche den Schutzraum. War da was? Das fühlt sich gut an. Geschafft. Aber das können wir besser. Mach dir doch die scheiß Tür zu, Mann. Nice. Nice, Leute. So, und jetzt 57 nochmal. Ja, okay, das Webe gehen auch nochmal, weil das war jetzt schon sehr schwer. Ich sagen, da kriegt auch noch mal 3 Sterne für. Also mies, macht mies Bock so. Und ich habe ja nur von den Entwicklern die normale Version, glaube ich, geschenkt bekommen, nicht die Collector's Edition. Und ich glaube, sobald das Spiel released ist und ich dann die normale Version ja dann auch theoretisch freigeschaltet bekomme, werde ich mir wahrscheinlich noch die Deluxe Edition kaufen. Weil das Spiel macht wirklich mies Bock so. Und wenn ein paar Leute sich dann aus der Community holen, könnte man das auf jeden Fall gut suchten. Das ist auf jeden Fall geil. Ist auch mal eine schöne Abwechslung zu Rainbow so. Weil wir haben jetzt in der letzten Zeit so viel Rainbow gezockt, dass mir Rainbow natürlich schon so ein bisschen zum Hals raushängt. So, ja. So ungefähr, ja. So. Mal gucken. Und die Axt ist bestimmt auch geil, Alter. Ich kaufe mir jetzt Munition. Granaten. Zeit zu shoppen. Was haben wir denn hier? Molotov. Packen wir's an. Let's go. Jetzt, let's go. Wenn das explodiert, lade die Munition an der Haubitze, Alter. Oh! Verdammt, Harley! Minigun hier. Du, das fühlt sich gut. Wir hatten die Idee. Wir bringen den Job zu Ende. Was ist das? Sie betrauern, wenn die hier weg sind. Ja, wir müssen ihnen helfen. Seht mal, da drüben. Aufgepasst! Der muss nachladen. Verbandzeug hier. Oh, wenn ich helfe, hilft er mir? Oh ne, hier drüben. Muss nachladen! Komm schon, 5 Schüsse brauchen wir. 5 Schüsse, Mann. Ein Sturmgewehr. Schnell, je schneller wir sind. Ich hoffe, die halten mich, die retten mich hier. Wie rede ich das hier mache jetzt? Help me.
Sorge. Frank, die sollten sich fürchten. Das war eh ein Schuss, was noch, glaube ich. Der Crash. Was haben wir denn hier? War keine Ahnung, wo die letzte Haubitzen-Munition sein soll. Alter, Alter. Alter. Wo ist denn die letzte Haubitzen-Munition, Bruder? Knarre hier. Meinst du, die können mich halten? Verdammt, Harley! Aufgeschoss! Wir sollten zusammenbleiben. Nein, das war's. Nice. Patriz. Oder Patrick. Testament, denn so wie das mit dir läuft, hast du das eher früher als das ist mein dankbares Gesicht. Cool! Auf dich kann ich immer zählen. So. Komm schon. Jetzt laden wir hier den letzten Schuss. Und dann geht's ab. Wir müssen halt die Scheiß. Geht schon nach. Na, wie schmeckt das? Nice. Nicht gut, was? Lass mich das mal machen. Oder ist noch eins? Danke, nee. Bruder. Und komme. Muss nachladen. Kann ich nicht schießen? Alle! Seht! Warum dreht sich das denn? Warum kann ich denn nicht schießen? Habt ihr das gesehen? Das behalte ich für mich. Zeit für den Abgang. Was soll denn diese Macho-Einzelgänger-Scheiße? Oh nein, Vorsicht! Nein! Moment! Ich muss mir die Schuhe binden. Wir sollten zusammenbleiben. Ich kann nicht mehr aussteigen, Mann! Okay. Nice, Leute. Durchlauf abgeschlossen. Wir haben einen Durchlauf abgeschlossen von dem wunderschönen Back for Blood. Sehr schön. Nummer 17. Ja, war nicht so gut, aber die Mission hat mir sehr gefallen. Ich sage, gibt es auch nochmal 3 Sterne für. Nice. Und das war eigentlich die Beta, meine Freunde. Das war die Beta. Ja. Bereite im V-Track, wenn du eine Umfrage ausführen möchtest, um zu wissen. Machen wir erstmal nicht. So, jetzt bin ich aber wieder der Typ. Und kann jetzt theoretisch hier meine Vorratspunkte ausgeben. Das war die richtige Wahl. Ja, Vitamine. Mal freischalten. Alles freigeschaltet, nice. Personalisierung. Können wir dann verschiedene Sachen halt uns freischalten. Titel, oh, übelst viele Titels. Okay, Nachschubline, Deck haben wir auch. Versus Deck. Können wir gegeneinander spielen. Und dann gibt's noch. Dann gibt's noch Quickplay versus Referenzen. Solo-Kampagne ist noch nicht freigeschaltet, aber gibt's auch. Und dann können wir natürlich auch noch den Schwierigkeitsmodus erhöhen. Aber das ist eigentlich jetzt die Beta. So, das können wir jetzt momentan schon spielen. Achso. Das reicht nicht, wa? Das reicht auch nicht. Kampftraining. Da schaltet man natürlich immer wieder verschiedene Karten frei. Du musst das auf jeden Fall ein paar Mal machen, damit du wahrscheinlich alles freischalten kannst, also die Nachschublinien.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's erstmal von den Bruder Games. Peace out und reingehauen. Wir sehen uns bestimmt nachher noch, wenn wir Rainbow streamen. Ansonsten war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, die Beta hat euch gefallen, beziehungsweise einen kleinen Einblick in dieses ganze Game. Wir haben einmal einen ganzen Durchlauf gemacht. Wir haben 8 Missionen sozusagen durchgespielt, den ganzen ersten Akt. Ich muss sagen, hervorragendes Game. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wir werden es auf jeden Fall nochmal zocken. Und bestimmt nochmal den ein oder anderen Durchlauf hier nochmal zeigen, je nachdem, wie lange die Beta dauert. Und wenn das Spiel rauskommt, werden wir es definitiv für euch generell nochmal in der Solo-Kampagne durchzocken. Und wenn der ein oder andere Bock hat, da draußen meldet sich einfach beim Flüsterchat bei mir und dann können wir das bestimmt zusammen mal durchzocken. So, wir werden uns abmelden. Das war's von mir. Peace out und reingehauen.